Ich empfinde es als großes Privileg von uns Restauratoren, dass wir uns Gemälde mit dem Stereomikroskop ansehen können. Das verschafft uns einen ganz anderen Einblick in die Vorgehensweise von Künstlern. Also wir können richtig die Machart eines Bildes sehen. Wir sehen hier das Bild Christus als Schmerzensmann von Maria und Engeln beweint. Baldung schuf dieses Bild 1513, das ist auch am unteren Bildrand signiert und datiert, zu der Zeit, als er im Freiburger Münster auch eines seiner Hauptwerke, den Hochaltar, geschaffen hat. Die gerade mal 8x12 mm großen Ausschnitt von dem kleinen Engelchen neben dem Kopftuch von Maria, das ist ganz, ganz flott. In wenigen Sekunden ist das eigentlich aufs Bild gesetzt. Im Unterschied dazu, die sehr, sehr verfeinerte Darstellungsweise des Auges von Maria. Auf der Rückseite des Schmerzensmann-Gemäldes sieht man ein merkwürdiges Gerüst. Das hat man in früheren Jahrzehnten verwendet und angebracht. Es ist mittlerweile umstritten, weil es eben auch sich oft auf die Vorderseite auswirkt und zu Rissen führen kann. Leserlich wird es eigentlich nur durch eine digitale Nachbearbeitung.